Tag zusammen, hier ist wieder Ben und in diesem Video möchte ich einmal ein paar kuriose Builds vorstellen, die mit Transcendence funktionieren. Transcendence ist eine Keystone-Rune, eine kleinere, die es euch aber erlaubt, überschüssige Cooldown-Reduction in AP oder in AD umzuwandeln. Und warum ich jetzt gerade Malphite spiele, das zeige ich euch jetzt ganz genau, denn es gibt immer noch in League of Legends drei Items, die aktuell 20% Cooldown-Reduction geben. Aber das nicht als Unique Passive. Ne? Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir gucken uns hier bei der Cooldown Reduction Seite das Morellonomicon an. Ne? Da steht Unique Passive, 20% Cooldown Reduction. Es gibt aber drei Items, die haben das nicht. Das ist Iceborne Gauntlet, das hat oben die 20% Cooldown Reduction stehen. Frozen Heart und den Black Cleaver, der dort ist. Ne? Das sind die drei Items, die 20% Cooldown Reduction haben und das nicht auf Unique. Das heißt, ihr könnt das stacken. Und dementsprechend gibt es gerade recht kuriose Builds und einer davon sieht so aus, dass ihr das mit Malphite übertreibt, was Armor angeht. So, ich will mir jetzt einmal hier kurz in dem Practice Tool ein bisschen Geld geben und dann level ich jetzt einfach mal auf, auch auf Stufe 18, warum nicht? Werd hier alles skillen, ne? Da muss ich jetzt hier mal kurz ein bisschen drücken und dann kaufen wir uns den Item-Build, den jeder ADC dann hassen wird. Und zwar sieht er so aus, dass ihr ein Frozen Heart kauft, ein zweites, drittes und dann noch Iceborne Gauntlet mitnehmt. Und eigentlich nehmt ihr auch Boots mit, aber wir lassen jetzt einfach mal die Boots außen vor. Ansonsten nehmt ihr natürlich noch die Boots eurer Wahl, am liebsten natürlich Ninja-Tabis. Aber dann nehmt ihr noch ein weiteres Frozen Heart mit und baut noch, weil ihr so viel Mana habt, einen Archangel Staff dazu. Schaut euch mal die Mana-Werte an. Ne? Dementsprechend haben wir das noch gar nicht gestackt, sondern müssten das jetzt noch ein bisschen ausbauen. Aber wir haben über 1000 Armor. Seine Armor wird durch seine W getrippelt, wenn sein Passiv da ist. Ne? Dann habt ihr erstmal 500 Bonus-Armor dazu. Und mit diesem Bild habt ihr dann trotzdem noch relativ knackige AP-Werte, wodurch ihr dann auch noch ordentlich Schaden verursachen könnt. Mit dem Iceborne Gauntlet habt ihr dann auch noch einen relativ häufigen Effekt, den ihr auch aktivieren könnt. Und wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt einfach. Ach, warum renne ich denn hier? Wir können uns ja auch hier einen Dummy hinstellen. So, da haben wir den Dummy. Und dann ja, brauche ich nur mein W aktivieren, wodurch meine Spells oder meine Auto-Attacks besser werden. Und wenn ich dann einmal angreife, dann habt ihr hier so ein Frozen Feld durch den Iceborne Gauntlet Effekt. Ne? Den habt ihr halt die ganze Zeit und ja, das ist schon kriminell. Vor allem, weil ihr auch sein E damit skaliert. Ne? Mit E macht ihr dann einfach mal 700 Damage und gleichzeitig reduziert ihr natürlich die ganzen Sachen, die ihr dann E auf dem Spell habt. Ne? Nur sein Q und seine R-Fähigkeit skalieren halt nicht von Armor. Aber sowohl mit der W-Fähigkeit als auch mit der E-Fähigkeit macht ihr halt durch die erhöhte Armor mehr Schaden. Wie gesagt, ansonsten würdet ihr dann natürlich noch einmal Boots reinpacken. Aber durch Transcendence haben wir das jetzt gerade ausgenutzt, dass wir 140 zusätzlich AP dazu bekommen und haben gleichzeitig unser Armor bis ins Bescheuerte gesteigert. Ne? Wie gesagt, meine anderen Masteries sind noch gar nicht am Start, wie zum Beispiel Conditioning. 10 Minuten müsste das Spiel jetzt dauern. Damit komme ich 8 Armor nochmal dazu und nochmal 5% obendrauf. Und das ist eine Menge. Bei 1200 Armor, die wir jetzt gerade haben, ist das schon echt ziemlich gestürmt, ne? Da einfach nochmal 5% drauf zu rechnen. Also ihr bekommt auf einem richtig üblen Wert und auch mit Armor Penetration habt ihr danach immer noch viel zu viel Armor eigentlich. Malphite hat relativ hohen HP-Pool am Anfang, ohne Items. Von daher würde das passen. Das ist also ein kleiner Fun-Build. Könnt ihr mal durchaus einsetzen. Solltet ihr gegen ein Voll-AD-Team spielen, dann habt ihr auf jeden Fall einen richtig krassen Counter, der auch noch ordentlich austeilen kann. Und mit dem Iceborne Gauntlet dann auch für ordentlich CC sorgt. So, das war Malphite. Wir schauen uns jetzt den zweiten Charakter an. So, und der andere Champion sind eigentlich mehrere, aber hier habe ich mich gerade mal für Zed entschieden. Man kann auch Talon oder selbst Shaco, aber der ist ein Jungler und der bekommt da nicht auf so die krassen Geldbeträge, dass das machen könnte, aber ich glaube, das müssten wir auch mal ausprobieren. Und zwar sieht das so aus, dass wir uns natürlich auch erstmal wieder Levels geben und dann noch ein bisschen Gold. Dann leveln wir alles. So, und dann bauen wir natürlich ein Black Cleaver, zwei Black Cleaver, drei Black Cleaver, vier Black Cleaver. Das
das Blade of Character und ich nehme jetzt einfach mal Boots dazu, weil man das ja ganz gerne auf ihm macht. Und dann habt ihr auch ein Bild, der mit Transcendence wunderbar funktioniert, weil ihr halt auch wieder diese krassen Werte bekommt. Ihr bekommt 72 AD dazu, das ist ein Infinity Edge Wert und ihr habt halt diesen extremen großen HP Pool. Das könnt ihr wie gesagt auf sämtlichen Champions machen, die Black Cleaver erstmal bauen wollen, aber auch relativ mobil sein möchten. Also eigentlich Assassins, ne? Zed, Talon, Shaco, Akali nicht. Aber die sind alle dabei, selbst Rengar, die das gerne bauen wollen. Weil wir haben relativ knackigen Wert von 420 AD Schaden. Klar, die Cooldown Reduction ist natürlich ganz oben. Und wir haben halt diesen extrem großen HP Pool, der dann auch richtig schön für einiges sorgen kann. Ne? Und dann ja, sieht das so aus, dass ihr dann ja, ganz netten Schaden rausdrücken könnt und seid trotzdem extrem tanky. Habt dann noch den Vorteil von Black Cleaver, weil das Item ist immer noch geldeffizient, auch wenn ihr nicht den passiven von diesem Rage und dem Armor Debuff habt, ist es immer noch sehr effektiv. Und ja, ihr könnt euren Ultimate die ganze Zeit spammen und ihr bekommt ja auch noch AD dazu, wenn ihr jetzt kommen hier noch die Minions und sind extrem böse auf die Dummy. Ihr bekommt ja noch AD dazu, solltet ihr mit eurem Ulti jemanden killen. Ne? Also das ist dann der Bild, den ihr dann auf Set habt. Und dadurch bekommt ihr dann halt auch nette Werte und ihr werdet einfach nicht sterben können. Ne? Das ist aber auch gerade relativ bekannt, dass das geht. Und ich glaube, dass Riot das auch anpassen wird, dass einfach auf Black Cleaver und ich weiß nicht, ob vielleicht auch auf den anderen beiden Items, aber das so sein wird, dass die 20% Cooldown Reduction unique werden, weil ich glaube, dass das zu stark ist und dass das nicht beabsichtigt ist. Ne? Wollte ich euch ja mal zeigen, die zwei Builds, wie gesagt, ihr könnt es auf sämtlichen Assassins bauen oder halt auf tankigen Charakteren wie Malphite, wie, oh Gott, Rammus. Ne, da könnt ihr das mit dem Iceborne Gauntlet und dem Frozen Heart machen. Das sind die beiden Builds, die euch in eine Schiene drücken und das könnt ihr dann ausnutzen. Wollte ich euch ja mal hier an dieser Stelle zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt daraus was lernen. Wir werden auch garantiert, denke ich, noch ein Gameplay oder das mal in Streams zeigen. Wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann lade ich das auch gerne hier noch als komplettes Gameplay-Video hoch. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Leute. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Haut rein!